Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Zelda Skyward Sword. In der letzten Folge haben wir den Greifhaken erhalten, mit dem wir an Orte kommen, wo wir vorher sonst nicht hätten gehen können. Auf jeden Fall seht ihr da hinten so ein, warte, dort hinten seht ihr so ein Zielbrett, so ein Dartbrett oder so. Da können wir unseren Enterhaken benutzen und hier drüben gibt es direkt mal einen Ort, wo wir das ausprobieren könnten. Denn da oben ist eine Kiste und die hätte ich gerne. Oh yeah. Hab ich falsche Knopf gedrückt? Okay, nichts drücken einfach. Okay. So, was erwartet uns? Okay, nur Müll. Alles klar, okay. So, uns wurde gesagt, wir sollen an einen Ort hin, wo wir noch nicht waren hier in der Wüste. Das bedeutet entweder, dass es hier weitergeht. Weil hier konnten wir noch nicht wirklich rein. Oder, was auch gut sein kann, ist, dass wir hier hin müssen. Weil hier sind drei Fragezeichen und das ist immer sehr interessant. Und deshalb würde ich mal vorschlagen, weil das sowieso näher gelegen ist, dass wir erstmal versuchen, dorthin zu kommen. Ich möchte nicht gegen den kämpfen, deshalb weiche ich ihm jetzt aus. Und versuche jetzt irgendwie dahin zu kommen, wo ich lang will. Ah ja, stimmt. Hier war auch noch ein Stein. Den markiere ich mir mal. Vielleicht kriegen wir den auch, obwohl eher nicht. Ist bestimmt schwierig, da dran zu kommen. Oder ist hier irgendwo ein Ort? Da ist ein Ort zum Enterhaken. Benutzen, tun. Ja, heute ist mein Deutsch ein bisschen komisch. Aber hier können wir hoch. Yes. Warte, heißt das, wir können direkt da hin? Tatsache. Dann brauche ich einen gar nicht mehr. Perfekt, Leute. Mit dem Enterhaken können wir, glaube ich, auch so viel mehr erreichen. Kann das sein? Yeah. Okay, richtig cool. Schon mal ein guter Start in die Folge. Okay, mit dem Enterhaken können wir wirklich sehr viel erreichen. Mhm. Wir können auch Abkürzungen machen, wie ich hier hinten sehe. Und die machen wir auch direkt mal. Warum soll ich sie nicht machen? Ne? Ich muss aber ein bisschen näher dran. Okay. So lange ist die Kette jetzt auch wieder nicht. Also ich muss schon länger näher ran. Macht aber auch Sinn. Und wie muss ich jetzt lang? Geradeaus? Ich will aber nicht gegen den kämpfen. Da oben. Ja, stimmt. Hier muss man lang. Das ist also nicht dort drüben das, sondern hier. Warum wir hier nur mit dem Enterhaken hinkommen? Das macht doch Sinn. Und da hätten wir eine Abkürzung geschaffen, deshalb... Keine Ahnung, wie ich das hingekriegt habe. Lass mich in Ruhe? Anscheinend. Danke, Bro. Ja, das war, to be honest, ziemlich easy, hier hinzukommen. Okay. Kurz saven. Ich habe übrigens hinten bei dem Stuhl meine Herzen aufgefüllt. Ist aber auch egal. Und nun sollten wir hier hinkommen. Okay, hier kann man sich auch hochgreifen, wenn man will. Naja, das ist ganz knapp zu weit weg. Dann kommen wir einfach ein bisschen näher dran. Oh Gott, hier ist so laut. Okay, ich mach mal für euch hier das Audio ein bisschen leiser. Boah. Okay, hier kommen wir in das neue Gebiet. Die Ranell-Höhle. Oh Gott, oh, oh, oh Gott. Abkürzung zur Ranell-Mine sollte um die Ecke sein. Okay. Was zum... Den kennen wir doch. Nee, warte. Der sieht aber ein bisschen anders aus. Hm. Er sieht aus wie ein Kumpel von uns. Ich kann nicht... Okay. Sorry. Aber ich konnte gerade irgendwie nicht... Achso, weil ich schon 10 Stück habe. Deshalb konnte ich nicht einpacken. Ach so. Okay. Ja, die einzelnen Rubine sind jetzt auch egal. Bum, 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 bum. Voll krass. Damit können wir nichts machen. Oder? Manchmal trägt ein Bockblind ein Monsterhorn an seiner Hüfte. Nutze die Peitsche, um es ihm zu entreißen. Aha. Okay. Danke für den Tipp, denke ich. Wüste Ranell voraus. Versuche das Rätsel des alten Bergwerks zu lösen. Aha. Ranell-Mine voraus. Das Rätsel des Steins der Zeit. Ist das hier so eine Art Dungeon? Ranell-Sandmeer voraus. Ein Meer aus Sand. Viele Spuren alter Kulturen. Okay. Und du? Kenbun. Welch seltsamer Besuch. Mein Name ist Kenbun. Ich erforsche hier die Legende der drei Drachen. Diese Gegend mag trostlos wirken, doch ich bin sicher, dass sich hier etwas verbirgt.
Dein Name ist also Mike? Kein einfacher Name. Keine Ahnung. Erzähl mir doch mal, was du in dieser Einöde suchst. Eine heilige Flamme? Irgendwo habe ich davon schon gehört. Oder nicht? Stimmt ja. Jetzt weiß ich's. Ich habe in den alten Schriften über das Ranell-Sandmeer davon gelesen. Leider erinnere ich mich nicht mehr an Einzelheiten, aber zum Sandmeer geht es da drüben lang. Da, mit dem verschlossenen Tor. Um zum Ranell-Sandmeer zu gelangen, brauchst du diesen Schlüssel allerdings. Ja, ganz Laben. Oh, danke. Das war einfach. Pass auf dich auf. Mach ich. Werde ich. Erstmal mache ich ein bisschen Chaos und mache ein paar Sachen kaputt, weil ich Bock habe. Aber es wirkt hier wie ein sehr entspannter Ort. Käfer. Ich hab ihn. Krass. Okay, da geht's weiter. Von da kamen wir. Können wir dem vielleicht mit einer Bombe helfen oder tut ihm das dann weh? Wie werfe ich denn? Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich hier mit werfe mit Controller. Oh, der Arme. Okay, sorry. Geh mal weg. Nur kurz wissen, was hier ist. Kann wir eine Abkürzung schaffen? Das wäre ganz cool. Maybe. Weil hier sollen wir ja nicht lang. Nee. Hä? Wo sind wir denn jetzt? Greifhaken heißt der. Komm. Das kann doch nicht sein. Ich will nicht so weit gehen. Oder ist hier... Ach, hier ist noch einer. Ah. Lieber mit dem Stick. Ist einfacher. Aha, wie cool. Von Wand zu Wand. Den kann sich da irgendwie festhalten anscheinend. Okay. Und dann dahin. Und dann da oben. Gyro. Ne, Gyro hilft nicht, oder? Ein bisschen. Zack. Und dann war's das. Wo sind wir denn jetzt? Wo sind wir jetzt? Aha. Ich habe mein Schild nicht ausgerüstet. Einen Moment. Moment, mein Schild. Yeah. Wie mache ich das? Wie nutze ich mein Schild? Ich bin runtergefallen. Ich weiß nicht mehr, wie ich mein Schild benutze. Das habe ich nie getestet. Nee. Nee. Ich habe keine Ahnung, wie ich mein Schild benutze. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Hä? War ich zu nah dran an der Wand? Ja, anscheinend. Jetzt geht's. Ich weiß wirklich nicht, wie ich mein Schild benutze. Verdammt, genau das ist das Problem. Ich will mein Schild benutzen, aber... Er lässt mich es nicht benutzen. Okay, ich habe keine Ahnung, ich habe das Gefühl, ich habe wirklich das Gefühl, dass man mit manchen Items, beziehungsweise dass man mit dem Controller manche Items nicht wirklich richtig benutzen kann, oder beziehungsweise allgemein manche Aktivitäten, Aktionen, besser gesagt, dass man die nicht machen kann. Letzte Folge war da auch schon was, dass ich die Rolle nicht einsetzen konnte, die war aber sehr wichtig. Und jetzt kann ich irgendwie mein Schild nicht benutzen, also ich glaube, der Controller hat Vor- und Nachteile und das ist... Das ist ziemlich blöd. Weil bisher würde ich sagen, spiel lieber mit Controller. Deshalb ist das schon ein bisschen blöd. Können wir hier vielleicht... Ja, dachte ich mir schon. Direkt mittendrin einen Oingo-Boingo rufen. Boing-Boing! Der gibt uns was Krasses, schätze ich. Hoffe ich. War keine Ahnung. Okay. Ich meine, das Schild sieht zumindest ganz cool aus. Aber es kann sein, dass ich mittendrin sage, ich muss wechseln, weil ich, also mit der Spielart, ob ich mit Controller oder mit Shotgun spiele, weil ich will dieses Schild auf jeden Fall schon benutzen. Aber keine Ahnung. Vielleicht brauche ich es auch nicht. Ja, das kann ja sein. Also nicht verzagen, Link fragen, wo wir sind. Und Link fragt jetzt Fall. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Dies ist das Ranell-Sandmeer. Früher war hier ein riesiger Ozean. Heute aber ist alles ausgetrocknet und mit Sand bedeckt. Aha. Krass.
Ranel Sandmeer. Das ist ein Boot. Ein Sandboot. An diesem Ort befand sich früher ein Hafen. Oh, da unten ist aber noch was. Seht ihr das? Ranel Sandmeer. Das ist denn kein großer Ort. Aber wahrscheinlich ist hier der Dungeon. Es besteht eine Wahrscheinlichkeit von 90%, dass wir die heilige Flamme hier irgendwo finden werden. Ich empfehle, deine Suche an diesem Sandmeer fortzuführen. Dann machen wir das doch. Ich meine, ist trotzdem ein interessanter Ort, selbst wenn wir hier nicht hin müssen. Und die Musik ist krass. Okay, hier müssen wir sehr oft den Enterhaken benutzen. Ich meine, habe ich nichts gegen. Wir haben es gerade erst bekommen, deshalb macht das Sinn, dass das Spiel uns diesen Enterhaken ein bisschen beibringen möchte. Hier ist noch was. Ich höre irgendwas. Ist das irgendwas, was ich einfangen kann? Ja, aber ich habe es nicht geschafft. Sorry, Leute. Sorry. Enterhaken. Greifhaken, egal. Für mich ist ein Enterhaken. Okay, gut, der greift. Macht schon Sinn, macht schon Sinn. Ja, ja. Hier ist nichts. Auch du bist nichts. Doch, du bist ein Barabine. Cool. Oh. Boah. Hier geht ja gar nichts ab. Hier ist ja Totenstille, Freunde. Okay. Können wir ein bisschen graben. Ich möchte mich ein bisschen umschauen, weil ich finde diesen Ort sehr interessant. Was für Geheimnisse borgt dieser Ort, frage ich mich. Ich habe ihn platt gedrückt. Ja, also das Netz ist wirklich nicht gut mit Controller, finde ich. Da können wir greifen. Zack. Zum Glück ist es auch seitlich. Kann ich mich hier loslassen? Ja, ist eigentlich egal, ne? War das eine Höhle? Karte? Ja, hier ist eine Höhle. Geht's aber nicht weiter. Aber wow! Das ist eine Falle! Lass mich los! Verwendet! Ja. Da mussten mal ganz viele dran glauben, ne? Du auch. Ich würde den Drop gerne haben, aber alles schon verpufft. Schade. Aber der Grund, dass diese Höhle überhaupt existiert, ist dieser Stein. Und die Steine sammle ich. Zufälligerweise. Und naja, nehmen wir den mit. Und ja, mehr gibt's ja nicht. Hier war mein Weg, aber der ist schon zugeschüttet und hier ist weit und breit kein Vergangenheitskristall. So nennt ihr jetzt einfach mal. Von daher ist hier nichts zu sehen. Im Moment. Da, ha, da. Okay, das ist nur, um da hinzukommen. Alles klar. Mehr gibt's hier auf der Seite nicht. Hier gibt's noch mal einen Gegner. Ja, ja, war klar. Das war klar, dass er das vorhat. Aber jetzt ist er weg. Da hinten könnte noch was sein. Dann guck ich nochmal nach. Ist ja was? Nee, ist nur. Ja, den ignoriere ich jetzt mal. Habe ich jetzt keine Lust drauf. Hier ist irgendwas, schätze ich. Nicht? Okay, nee. Okay, keine Ahnung. Vielleicht existiert ja gleich noch was, weil ich habe schon gesehen, dass da drüben am Boot ein Vergangenheitskristall ist. Aber ich möchte einmal kurz speichern. Speichern ist immer wichtig, Freunde, ja. Denkt immer dran zu speichern. Sonst werdet ihr das bereuen. Aber es gibt natürlich in dieser HD-Port gibt es ein Autosave, den haben wir vorhin gesehen. Der ist sehr nützlich. Guckt ihn euch an, der Pirat. 301C Boca. Mit dem würde ich gerne reden, von daher machen wir den Kristall mal an. Hier ist alles voller Wasser. Mit dem Boot können wir schießen, das ist eine Kanone. Oh, jetzt können wir aber nicht mal in die Vergangenheit, in die Zukunft meine ich. Wir sind in der Gegenwart. Wie auch immer, auf jeden Fall sind wir jetzt stuck in der Vergangenheit. Zumindest für diesen kleinen Teil, aber das glaube ich ist auch egal. Was bist du denn für einer? Bist du ein Mensch? Wer bin ich? Also, ich bin Boca, Kapitän des berühmt-berüchtigten Schiffes, das Nairus Flamme beschützt. Nairus Flamme? War das ein Schiff? Ist doch kein Schiff. Ist ein Boot? An jedem stürmischen Tag, ich und meine Mannschaft waren auf unserem normalen Kurs. Und dann
Plötzlich tauchten diese Piraten auf und griffen uns an. Sie trachteten nach Nairos Flamme. Meine Männer wurden gefangen genommen, ich über Bord geworfen. Hier fand ich mich dann wieder. Danach bin ich unzählige Male mit diesem Kahn hinausgefahren und habe nach meinem Schiff gesucht. Aber mein Schiff war verschwunden. Ich bin mir sicher, dass es mit seiner Spezialfunktion verschwunden ist. Verschwunden? Um Nairos Flamme zu beschützen, ist mein Schiff mit einem Tarnmechanismus ausgerüstet. Was sagst du da? Du bist auf der Suche nach Nairos Flamme? Du brauchst sie, um jemanden zu finden, der dir sehr wichtig ist? Dann solltest du mir helfen, mein Schiff und meine Mannschaft zu finden. Okay. Wenn du mir helfen willst, lasse ich dich auf mein Boot. Wie sieht's aus? Ja, bin dabei. Wirklich? Nun, in diesem Fall... Die Landkarte, die du hast, ist nicht besonders brauchbar. Um zur See zu fahren, benötigst du eine richtige Seekarte. Eine richtige Seekarte findest du in meinem Haus. Lass uns deswegen zuerst dahin fahren. Sollen wir ablegen? Leine los! Auf geht's! Das ist ja voll cool, wir sind Piraten auf einmal! Auf einem Sandmeer. Sieht krass aus. Ein bisschen Wasser ist hier. Ach, bewegt sich das Wasser mit uns? Also, ne? Endlich wieder auf See. Wie navigiert man da gleich? Ach so, mit Hilfe von dem linken Stick bewegst du dich voran und hältst B gedrückt. Während du fährst, erhöhst du die Geschwindigkeit. Drücke ZR, um die Bordkanone vorzubereiten und dann erneut ZR, um sie abzufeuern. Die Insel, auf der mein Haus steht, ist mit X markiert. Dort links ist es. Und da gibt's auch ein Pier. Da sollen wir landen. Alles klar. Los geht's. Boah, wie cool. Mit B kann ich beschleunigen. Ah, aber da habe ich natürlich Ausdauer. Sieht voll cool aus. Aber wirklich. Okay, wir können auch zielen. Okay, wir müssen aber hier in die Richtung dann. Volle Fahrt voraus! Ach so, ich muss den Stick nach vorne halten. Jetzt habe ich es auch richtig verstanden. Perfekt! Das ist ja voll cool. Das ist wirklich voll cool. Ich feiere das. Da ist es auch schon. Ja, ich mag das so. Ein bisschen rumzusägen. Vielleicht finden wir Schätze, die wir ausgraben können. Wer weiß. Ja, dann schauen wir aus. Wir sind ja scheinbar bar. Beim Haus des Kapitäns. Ist weniger ein Haus, eher ein... Ja, eine Struktur. Also da ist das Haus. Na gut. Aber es sind ganz viele Gegner. Was ist denn hier passiert? Wir sind da. Ja. Mein Haus steht auf dem Gipfel. Bitte hole die Seekarte, die sich in meinem Haus befindet. Ja, und pass auf die Monster auf. Da sind ein paar richtig fiese Biester dabei. Ich kann das Boot nicht alleine lassen, deshalb bleibe ich hier und warte auf dich. Ja, das kann ich ja für dich stehen. Also so ein schönes Boot würde ich auch gerne klauen, haben. Ich meine, er ist ein Pirat, ne? Er ist wahrscheinlich gewohnt, dass er klaut und beklaut wird, also... Ne? Ach so, hier ist die Zukunft, deshalb. Ah, ja, ja. Okay. Dann haben wir nochmal schön voll geheilt. Falls man es vorher aus irgendeinem Grund nicht war. Na gut, na gut. Ich habe das Gefühl, wenn wir ihm helfen, gibt er uns Zugang zum nächsten Dungeon. Ist das vielleicht ein Schiff? Ist ja cool. Oder wie komme ich denn da hoch? Mit dem Greifhaken? Das ist eine Seilbahn. Ah, das ist ein Rückweg. Okay, wie cool. Ah, du bist aber definitiv nicht cool, mein Freund. Den können wir schon betäuben und dann drumherum. Yeah. Dich können wir auch mal schnell betäuben. Lass mich in Ruhe. Danke. Ich gehe dann mal nach oben. Tschüss. Wie das einfach funktioniert hat. Ihr gefällt mir nicht. Ja, ich hab's gesehen. Das war der. Mhm. So, fertig bist du. Und da ist eine Kiste, seht ihr die? Komm ich denn da lang? Oder kann ich die nur von oben? Nee, das macht keinen Sinn. Wie krieg ich denn die? Ich markiere sie mir erstmal auf der Karte, dass hier eine Kiste ist.
Und dann komme ich da später nochmal zurück, weil jetzt gerade weiß ich es nicht und jetzt gerade möchte ich auch lieber diesen Ort erkunden, weil er mir ja interessanter erscheint. Okay, an dem kann ich mich festhalten. Ist er beliebt? Scheinbar, hat mir geholfen. Danke. Ich habe keine Ahnung. Hey, was denkst du, was du hier machst hier oben? Idiot. Juhu. Perfekt gelandet. Das macht badadum. Nee, blum macht. Was ist denn hier? Oh. Aua, eine Falle. Alter, eine Falle. Jetzt. Komme ich so zur... Nein, ich komme so nicht zur Kiste. Ach, so komme ich weiter. Oder? Moment, wenn ich so weiterkomme, komme ich dann hier gar nicht weiter? Okay, nee, man muss hier lang. Ich dachte, das wäre ein Bonus. Schade. Nee, man muss hier lang. Erstmal auf den Kumpel. Dann auf den Kumpel. Dann auf dem anderen Kumpel. Und dann noch ganz oben. Ganz knapp reicht das noch. Okay. Nein! Ah, okay, ich bin wieder hier. Okay. Das ist ja nicht so schlimm. Das war ja literally 2 Sekunden davor. So. Okay, Leute, wir müssen aufpassen. Ihr dürft hier kein B drücken. Lasst euch einfach nach oben ziehen. Genau. Ich weiß nicht, ich denke irgendwie die ganze Zeit, ich muss was drücken dabei. Und ihr bleibt nicht hier. Okay, dann nicht. Ciao. Und noch einer von euch. Aber die rennen weg. Wie soll man die bekommen? Die rennen doch sofort weg. Das sieht anders aus. Nee, sieht doch nicht. Okay, sah nur so aus. Okay. Hilft der Greifhaken vielleicht gegen den? Nee. Wie benutze ich mein Schild? Nein! Okay, okay. Das ist besser, wenn das passiert, weil dann setze ich mich hier zurück. Aber nicht auf die Brücke. Warte. Taktik. Schild. Wie benutze ich mein Schild, ist das Problem. Schild. Wie benutze ich mein Schild? Schild. Schild. Wie benutze ich das denn? Ah, schaut mal. Wenn ich L gedrückt halte, dann kann ich ja doch die Kamera bewegen. Okay, das ist sehr nützlich zu wissen, aber das hilft mir jetzt gerade nicht. Ganz wirklich. Wie mache ich denn mein Schild? Wie benutze ich das denn? Bitte sag mir, ich kann hier irgendwo die Steuerung mir anschauen. Okay, versuchen wir es einfach mal ohne Schild. Es geht irgendwie nicht. Ich kann ja den Rückwärtsjump machen. Genau jetzt. Ja, das war klar. Okay, ich komme nicht zum Zug. Vielleicht eine Bombe gegen ihn werfen. Ne, da weicht der Maus. Aber ich kann an ihm vorbei. Wer braucht schon kämpfen? Ich nicht. Man sieht sich. Also keine Ahnung, ich mag den Gegner sowieso nicht, deshalb kämpfe ich nicht gerne gegen den. Ja, keine Ahnung, wie ich gegen den kämpfe. Aber der zieh ich gerne mal die Federn raus. Wenn du mal stehen bleiben würdest. Genau. Yeah. Wir waren gegen niemanden nur die Peitsche benutzen, so war das doch, ne? Peitsche. Oder nicht? Nicht? Doch, jetzt! Und jetzt kann ich ihn angreifen! Yeah! Okay, sehr seltsam alles. Sehr strange. Was bist du? Was bist du? Okay. Hier aufmachen. Ah, der hilft mir dann. Okay, der hilft mir dann. Mit dem fahre ich dann also nach drüben, ne? Ja. Yep. Okay, das ist ganz cool gemacht. Ha, tja.
markieren. Hier ungefähr. Nicht ganz, aber passt schon. Zumindest markieren, damit ich weiß, dass es existiert, dass ich da noch hin muss später. Alles klar. Alles klar, alles klar. Den nehme ich mal mit. Darf ich dich mitnehmen? Nein? Okay, schade. Warte, wir brauchen das jetzt wieder. Ich hoffe, dass der Vogel oben uns nicht bemerkt. Okay, das hätte ich wissen müssen. Oh oh, was mache ich denn da? Kann ich mit unserer neuen Schleuder vielleicht abschießen? Guck die nicht. Dann vielleicht was anderes. Da komme ich niemals hoch. Das reicht leider nicht, oder? Wenn ich näher komme? Nee, das reicht nicht. Da muss ich ja doch da lang. Aber wie denn, wenn das Ding da ist? Greifkäfer? Bist du da hilfreich? Kannst du dir meine reinhauen? Hast du Barm? Okay, das ist jetzt schwierig. Oder muss ich den vielleicht... Nee. Wie geht denn der weg? Peitsche? Nee, das geht niemals. Ich hatte die Schleuder, aber die hat auch nicht geholfen. Vielleicht helfen mir die beiden netten Vögel da oben. Die sind so weit weg. Ich glaube, die sind im Moment noch egal. Egal, ja, die sind noch egal. Okay, ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Wie ich das schaffen soll da hoch. Ja, eben. Der schmeißt mich dann wieder runter und dann sterbe ich gleich. Hä? Ich bin wirklich stuck. Ein weiteres Mal. Juhu! Okay, Leute, ich habe jetzt nachgeguckt und tatsächlich komme ich noch gar nicht weiter. Ich muss erstmal was anderes sammeln und machen, bevor ich überhaupt weiterkomme. Ich finde nämlich ein Item, womit ich das Ding besiegen kann. Das habe ich noch nicht. Und deshalb müssen wir nochmal zurückgehen. Bevor wir nochmal zurückgehen, habe ich gesehen, dass hier einfach eine Kiste ist. Und ich meine, wir können theoretisch auch schon jetzt zur großen Box dort hinten. Erstmal machen wir die Kiste auf. 20 Rubine, schön. Aber uns wurde auch gesagt, wir können ja genau auch solche Wände anvisieren. Jetzt ist es geklappt. Genau, und so kommen wir dann da hinten an den Würfel dran. Genau, jetzt rüber wechseln. Ja. Zumindest können wir uns den noch schnell schnappen, bevor wir dann abhauen und dann gleich hier wieder zurückgehen. Denn wie gesagt, uns fehlt leider noch etwas. Ist sehr, sehr blöd. Ich guck mal kurz, ob ich vielleicht auch schon zur Kiste kann. Ich glaube aber nicht. Nee, ich glaube nicht. Runterspringen geht leider auch nicht. Wir müssen den Weg hier zurück graben. Aber sollte nicht zu schwierig sein. Einfach nur wieder anvisieren, zurückhoppen, dann hier dran. Genau. Und wir können ja kurz mal sehen, wie das aussieht, mit der Seilbahn zu fahren. Wenn Link nicht das machen würde. Naja, dann ist es so. Let's go. Juhu! Da sind wir schon. Das war's. Da sind wir schon. Dann können wir speichern. Okay, ich glaube, ich werde euch dann in der nächsten Folge zeigen, was man sich holen muss hierfür. Also. Ja. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn ich es dann geholt habe. Ich weiß, komische Folge, aber. Wir gehen das hin.